Yo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen auch zur nächsten Runde. Dieses Mal genau das gleiche Ding, nur diesmal fangen wir mit E an und schauen mal, wie wir da so bei rumkommen. Ja, wir werden mal gucken, was so geht. Pullen die am besten mal so, dass ich beide treffe. Das haut hin, das sieht gut aus. Oh, jetzt nicht mehr. Ich habe leider das E ein bisschen zu spät geskillt, sonst hätte ich direkt zwei Aufladungen gehabt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Aber ihr seht, ich habe viel mehr HP, ja? Also E, Leute, E. So. Der nächste Punkt ist natürlich jetzt, greifen wir den mal hier wieder ein bisschen an, ziehen ihn mal wieder rein. Wir gucken mal, was wir wieder hier im Team haben. Wir haben, wen haben wir erstmal im Jungle, also Jungle Nautilus. Sehr, sehr tankiges Team, also hier kann man schon fast, ist das Naul Pantheon Support? Ne, Sejuani Support, lol. Auf jeden Fall sehr, sehr tankiges Team, was die Gegner da haben. Hier kann man definitiv sagen, dass wir auf jeden Fall den W-Max als zweites gehen werden. Also Sejuani tanky, Nautilus tanky, Pantheon wahrscheinlich tanky. Wir gucken aber mal. So, bei uns im Team, wir haben Olaf top, wir haben Leona, wir haben beide, das heißt, wir haben Leona und Olaf beide sehr tanky, da kann man durchaus... Er teleportet? Jetzt schon? Okay, und dann hat er auf jeden Fall ordentlich kassiert. Das heißt, dass Pantheon immer noch hart pushen wird, wir können Toplane ganken, Nautilus wird auch noch kommen. Müssen wir mal schauen, wie wir da drauf klarkommen. Ja, gucken wir mal. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Toplane gehen. Midlane, LeBlanc gegen Ahri ist auch ein sehr, sehr gutes Matchup, ist definitiv auch Potenzial drin. Also man kann hier sagen, dieses Camp wird einfach so zerberstet hier. Das ist einfach nur verdoomt. Weg mit dir. So. So, First Blood, alles klar. So, das könnte jetzt aber immer noch sein, dass der gute Nordilus hier oben ganken will. Deswegen hocken wir uns mal ganz schnell hier in den Busch. Oder, ich weiß nicht, er ist, glaube ich, relativ langsam. Das heißt, wir könnten ihn vielleicht noch wowen. Da ist er. Verdammt Axt. Schade. Aber okay, schicken wir ihn nach Hause und gehen jetzt direkt mit Lane. Wir holen uns noch im Taunty. Aber das ist, was ich mir so vermutet habe, ja. Dass er ja direkt Toplane ganken wird, klar. Das ist immer so das Ding. Taunty, den guten Reuden. Hauen wir da einmal auf die Fresse. Weg mit dir, du Spast. Spast, komm schon. Spast, okay. So, Midlane. Wir gehen wieder oben rum. Ist leider ein bisschen ugly gepusht. Aber wenn ich jetzt hier hinlaufe, dann sieht sie mich. Können wir mal gucken, ob hier das Ding da ist. Oh, dann können wir ihm auch noch ein bisschen auf die Fresse geben. Allerdings müssen wir halt aufpassen, dass die Ahri uns nicht auf den Sack geht. Wie viel macht mein Smite? 430. Schaffen wir das hier? Okay, danke schön. Danke so much. So können wir auch Nautilus. Der ist sein Early Clear ist super miserabel und so können wir ein bisschen auf den Sack gehen. Können ihr auch. Oh, ich habe da hier gerade ein Wort gesehen, oder? Scheiße, jetzt ist es zu spät. Können ja auch direkt mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Stress machen können. Okay, das hat er geklärt. Können dafür jetzt aber direkt Toplane ganken. Wobei ich sagen muss, dass mein Q gerade noch nicht ready ist. Muss man warten. Red Buff ist leider auch weg. Ja, warte noch. Ich habe noch keinen Q, Boy. Ich komme, Sir. Brauch nur Vision, Boy. Boazza. Boazza. Okay, gefällt mir. Ist okay, kann ich mit leben. Wir wollen uns noch den Gronk, die guten. Und dann gehen wir mal Basil. Basil, Basil, Basil. Kann ich bisher definitiv mit leben. War in Ordnung. Wir haben Nautilus ein bisschen zurückgesetzt. Und haben Toplane nochmal gekillt. Pantheon ist sowieso so ein Champion, den ich total... Ich hasse Pantheon in meinem Team. Pantheon ist im Late Game mega nutzlos, Leute. Ich bin so ein kleiner Pantheon-Hater, tut mir leid. Aber Pantheon ist im Late Game mega nutzlos. Vor allem Full AD Pantheons sind mega nutzlos. Tank Pantheons sind noch okay. Aber Full AD Pantheons kannst du mega in die Tonne treten. Aber so richtig krass hart in die Tonne treten. Ja, wir gucken trotzdem mal, was jetzt so geht. Gehen mal shoppen. Gehen wir auch wieder hier die rote Machiti. Machiti, Machiti. Gönnen uns noch ein Sword und ein Pot. Perfekt. Sehr gut. So. No, why? Why? Wie kannst du da oben sterben? Das ist unmöglich. Also er war halt nicht back, deswegen. Aber rein theoretisch dürfte er nicht gegen so einen Pfeifenkopf da verlieren. Er hat hier so ein Item of Doom und er hat nur nichts, ein Schwert und Schuhe. Und Schuhe hatte er auch. Na gut. Nehmen wir mal so hin. Gucken wir mal, wo wir jetzt ganken können. Vielleicht gucken wir, dass wir jetzt mal schnell 6 werden erstmal. Taunty würde ich noch gerne clearen, den hier, falls er noch nicht geklärt wurde. Wäre noch ganz nett wohl. Machen wir mal das hier ein bisschen leiser. Falls er zu laut ist. Frapp! Jetzt
Zack, weg mit dir. Dankeschön. Thank you, though. Jetzt gucken wir mal. Thank you, thank you, thank you. Botlane Sejuani Support, okay. Das ist schon verrückt. Taunty wird geklärt, gefällt mir nicht. Hier sind ein paar XPs, die nehmen wir uns einfach mal for free mit. Dürfen natürlich jetzt nicht das hier den totalen Damage einsammeln. Aber XP immer mitnehmen. Wenn gerade XP da ist, mitnehmen. Zack. Zack, so. Gromp. Oh, ich versuche mal schnell. Oh, Olaf the Machine! Olaf the Machine! Oh, ich bin auf dem Weg, Boy, ich bin auf dem Weg. Er müsste jetzt nur nach da oben lang. Er müsste jetzt hier oben ihm den Weg abtrennen, weil ich komme von hier und dann ist quasi der GG Well Played Button da. Der GG Well Played Button ist da. Das Einzige, was er jetzt machen kann, ist ihn töten. Also sollte Olaf jetzt. Ah! Das ärgert mich jetzt schon, aber ich hätte es nicht verhindern können. Er hätte hier schon angefangen zu chargen und wäre ich halt nicht so schnell da gewesen. Also. Hätte auch nichts gebracht. Oh, richtig. Da habe ich auch gar nicht mehr dran gedacht. Da habe ich so 100% gar nicht dran gedacht. Das war echt unlucky jetzt. Gib mir jetzt Level 6, so. Wo ganken wir, ist die Frage. Kacke, ey. Aria teilt. Ich denke, wir gehen Botlane den Gank geben. Red than Bot, schreiben wir mal. Denn Leona hat extrem viel. Botlane ist super potent, was das Kill-Potenzial angeht. Vor allem auch, was die Gegner angeht. Holen uns aber noch eben Red, der ist wichtig. Botlane ist super Killpotenzial. Und Midlane ist halt so die Ari, die springt weg. Und oder Toplane ist eh scheißegal. Toplane ist, weil, ja, Olaf und Pantheon, da wird keiner das Ding machen. Ich sage, das ist immer Toplane ist scheißegal. So. Außerdem übertreiben die hier unten. So, wir pingen schon mal, wie Sau. Oh, Ari ist da. Ah, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Eine Sekunde. Mann, oder zwei, oder drei, oder Mann. Gehen aber trotzdem mal hier rum. Sie hat kein Ultimate mehr. Oh, nice. Oh, Control, gib mir die Ultimate! Oh, ja, sie brennt aber noch. Okay, sie ist noch gestorben. War ein bisschen fies. Aber vielleicht kann LeBlanc. Sie hat kein Ultimate. Naja, war. Wir gönnen uns jetzt Schuhe, weil Ulti ist auf Cooldown. Sonst hätte ich mir jetzt erst diesen Hammer gekauft. Aber wenn Ulti auf Cooldown ist, war ein bisschen unlucky. Ich hätte eine Sekunde früher ulten müssen, damit ich das Eis nicht abbekomme. Autsch. Boah, das war jetzt echt. Sie hätte auch einfach nach links laufen können. Müssen. Gönnen uns noch ein Pink Ward. Schade. Naja. Der ist der Red Buff wieder weg. Wer hat ihn? Varus. Oh, LeBlanc. Ach komm. Ach komm, LeBlanc. Eigentlich müsste LeBlanc. Auch echt gut gegen Ahri sein. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Sie wird hier gerade krass outfarmen, kann man schon sagen. Bauen beide Abyssal Zepter. Aber schauen wir mal. Hier müssen wir uns. Vielleicht gehen wir doch nochmal top. Denn top scheinen leichte Kills zu sein. Machen natürlich erstmal die Kacke hier weg. Eigentlich ist jede Lane potent gankbar, muss man sagen. Jede Lane ist grundsätzlich hier gankbar. Wir nehmen noch den Gromp mit. Dann bin ich Level 7. Batz. Die machen Dragon, aber ist halt so. Oh lol, die haben noch Sejuani gekillt. Okay. So, gucken wir mal. Top Lane, ich bin auf dem Weg, Boy. Ich bin auf dem Weg. Taunty ist wieder da. Der hat nichts. Ich könnte ein Flash Compilations Dings machen. Ist die Frage, ob ich das muss. Nee. Zack. Nice. Sehr gut. Ich helfe ihm mal im Pushen hier. Wir brauchen ein bisschen, obwohl die Viecher sind sowieso schon fast weg. Aber ich pushe trotzdem. Hat er Teleport? Ich weiß jetzt nicht, ob er teleportet, ist die Frage. Wenn nicht, dann pushe ich ihm eine Wave hier komplett durch. Okay. So. Dann gucken wir jetzt. 25 Sekunden haben wir noch auf Ulti. Wir gehen mal hier den Jungle ein bisschen vorbeischauen. Ob hier vielleicht noch irgendein Buff steht? Vermutlich nicht. Könnten Midlane halt versuchen, aber sie steht, die Lane, das ist immer ein bisschen. Ah, okay, jetzt. Komm, ist das Sechu Horny, Mashori? Kannst du dich verpissen? Was hat sie denn? Ach, das ist Support Sechu Horny auch noch, ne? Ich denke die ganze Zeit, das ist Jungler Sechu, aber. Okay, das Sejuani-Ulti ist raus. Jetzt nur noch wegkommen, ist das Thema. Bitte das Charme abfangen. Okay, oder einfach ausweichen, ist auch okay. That's okay for me. That's okay for me, ich denke. Ja, ich sag mal so, ich habe immerhin die Sejuani-Ulti gebaitet. Ob das Wurf war, ich habe Flash raus, weiß ich nicht. Begrenzt. Bei den Taunty, manchmal muss ein Mann einfach tun, was ein Mann tun muss. Und da lässt man sowas nicht einfach gehen. Manchmal muss man einfach zeigen, man muss ein Signal setzen. So nicht. So nicht.
war das Signal. So. War natürlich aber auf jeden Fall extrem gefährlich und würde ich jetzt nicht raten, aber... So, gucken wir mal. Wir haben jetzt Ulti, wir gehen nochmal Botlane vorbei. Midlane ist halt irgendwie, keine Ahnung, wir gehen... Ja, sie braucht auch Hilfe, okay. Obwohl sie hat, Ahri hat keine Ultimate. Dann gehen wir mal in Midlane. Falls sie noch da ist, ansonsten laufen wir direkt Botlane. Straight to the Bots. Mann, es ist halt schwierig, ich muss quasi irgendwie überall sein. Ahri ist weg, deswegen gehen wir jetzt runter. Hat sich das Thema erledigt. Komm. Die Frage ist, wir müssen auf ein Virus. Die haben schon... Oh, nice. Ich bin exhaustiert. Das ist not so nice. Komm, ein E noch dadurch. Oh, schade. Mist, die gedrehte. Leonhold war sehr nice, aber ich wurde exhaustiert. Das war echt fies. Das war echt fies. Ich konnte halt... Ich hatte halt auch kein Q jetzt in diesem Ding gerade. Ah, das nervt mich schon etwas gerade hier alles. Muss ich doch schon sagen. Wir können... Ich denke, wir bleiben trotzdem mal Botlane noch. Gehen nochmal dahin, weil der... Ja. Nice, okay, das gefällt mir. Leider kein Assist, aber... Okay, ich weiß gar nicht, hat die Siege überhaupt angegriffen? Aber es wäre auch kein Assist geworden. Wir gehen nochmal Midlane vorbei. Gefällt mir bisher aber eher so, geht so. Ja, ohne Ulti kann ich gegen Ahri, glaube ich, nicht viel machen. Oh, das gefällt mir. Nice, okay doch. War auf jeden Fall nice. War not a bad. Ulti hat sie sich anscheinend auch noch immer noch auf Cooldown. Gefällt mir, war okay. Guata Chopper. Guata Chopper. Guata Chopper. Als nächstes würde ich mir gucken. Also ich denke, wir gehen... Also ich würde, glaube ich, schon gerne auf Trinity gehen. Aber wir gucken. Wir passen das an, ja. Wir passen das an und schauen, was so Sache ist. Aber wie gesagt, nur... Also, ja, es ist jetzt vielleicht... Ja, wir gucken erstmal, wie das Game läuft. Oh nein, obwohl sie lebt noch. In Botlane machten sie gerade, schaffen die locker. Passt. Blub, einmal draufgesprungen, weg. Also, das Ding ist, weil ich jetzt Trinity zwar baue, ich bin aber auch gut im Game. Ja, ich baue zwar jetzt 2 von 2 Games, ja. Aber wie gesagt, die Matchups passen auch und auch die Situation passt. Ich habe 3 Kills. Und wir haben einen Tanky, einen Full-Tank-Toplaner, ja. Olaf ist meistens schon so ein Ultra-Tank. Und das passt einfach von der Situation her, ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie so übermäßig immer Trinity Vi bauen würde. Ich würde eigentlich meistens tatsächlich eine normale Vi bauen. Bedeutet Tank. Gerade in Team Ranks finde ich Tank Vi deutlich besser. Gerade in Team Ranks. Ja. Wir können auch immer noch Iceborne draus machen, aber Iceborne lohnt sich wahrscheinlich nicht. Die haben so viel AP-Damage, die Gegner. Einmal AP-Damage, der macht auch ein bisschen AP-Damage. Eher, ja. Oder sie. So, wir haben Ultimate wieder ready. Wir gehen direkt Botlane. Ich guck mal, ob ich da noch schnell hinkomme. Direkt on the way. On the run. Wir sind allerdings relativ squishy. Müssen wir beachten. Da kommt schon, da sind welche schon im Busch drin. Gut, Maler. So, ich denke, wir bleiben Bot. Wir machen noch das Ding hier weg. Zack. Und dann bleiben wir schön Botlane. So. Ja, ich bin da, Boy. Oh, nice, das ist gar nicht so bad. Wenn die jetzt so ultra deep diven gehen, dann ist das gar nicht so schlecht. Und nochmal auf den da hinten drauf. Smiten, 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 smiten. Das gefällt mir bisher eigentlich gar nicht so unbad. Oh, komm, schieß. Nice. Und den gönne ich mir jetzt auch noch. Oder ist das zu greedy? Das ist greedy, aber ich will jetzt auch mal Spaß haben. Stirb. Okay, ich werde sterben. Holy shit. Ah, nice. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. So, ich habe auch noch den Golem-Buff. Das war nämlich meine Idee. Jetzt kann ich den nämlich hier eben ablassen wieder. Der macht jetzt wieder 100, 200 Schaden sogar. Outwit, den nehmen wir nämlich mit. Ich brauche jetzt mein Geld für mein Trinity. Deswegen, wenn ihr Trinity haben wollt, seht, was ihr viel Geld kriegt. Ich meine, ich habe gerade mehr als genug bekommen, aber... Nee, mehr als genug ist falsch, weil sonst hätte ich ja genug. So, Base. Base, Base, Base. Base, 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 Base. Base. Und das hier, zack. Habe ich schon, ja. Pink muss ich auch mal stellen. Blue ist da. Wasser ist leer. Oh, das sieht schlecht aus. Wobei, es geht sogar noch. Ich bin leider am anderen Arsch der Welt. Sonst wäre es, ich muss mir jetzt erstmal Blue gönnen. Oh boy, Keule! Help, help for me. Ich bin relativ squishy, deswegen muss ich hier ein bisschen aufpassen.
ein bisschen aufpassen. Das war, also da wirklich, er hätte mich gekrittet. Mit einem Auto hätte er mich dann noch gekrittet. Oh, sorry, schreibe ich. Sorry. Next one you will get. Gonna gank mit now. So, als kleine Entschuldigung gebe ich ihm jetzt direkt einen Gank. Alter, 1000? Holy shit. Aber da habt ihr schon gesehen, so ein Pappnasentyp hätte ich jetzt zum Beispiel Tanky gebaut, da hätte der mich nie im Leben kaputt gekriegt. I'm so behind. Ja, dann musst du besser spielen. Ihr solltet natürlich nicht so viele Kills, nicht alle Kills nehmen. Das war, unten war jetzt, ja, das waren halt drei Kills, die halt sehr, ja, das war halt, ich bin da. Oh, was für? Komm jetzt, dann machst du jetzt kaputt. Dann machst du jetzt kaputt. Komm, machst du kaputt. Ich lass ihr den. Okay, das passt. Damit kann ich mich abfinden. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh nein! Oh, jetzt, no! Mama, mia, Sita, Sita, Rina, Sita. Okay, das war bad as fuck. Oh, da kommt der Pump. Das war mega bad. Also, was passiert ist, ist folgendes. Ich habe Ari gesehen und ich hatte halt so die Cam. Ich habe nicht auf die Map geguckt und dann ist auf einmal Nautilus da. Und dann GG, well played. Kacke, das war bad. Das war definitiv bad. Kacke. Ja, die pushen auch immer Group, ne? Deswegen, das Problem ist natürlich, ich hoffe Olaf, der baut schon ordentlich Tank. Wir brauchen dann nachher mal ein bisschen Teamfight mit Olaf. Beziehungsweise wir müssen ein bisschen groupen, die groupen nämlich die ganze Zeit. Ah, scheiße. Ja, Pinkwood. Ah, nee, dann. Komm ich da noch schnell genau hin? Okay, das ist gut. Ich hab gleich Ultimate. Ja. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg quasi. Bin quasi auf dem Weg. Ist die Frage, ob ich das noch mache? Ja. Oh! Okay, bam. Gefällt mir, passt. So, ich komme, es höre, da geht noch was, wenn er noch ein bisschen überlebt. Ich glaube, er ist aber längst tot. Ah, der Jum. Da kann ich nicht mehr machen. Aber vielleicht können wir den Tower ein bisschen pushen. Oder Dragon. Dragon ist auch eine gute Idee. Dragon ist auch eine gute Idee. Wir machen da mal ein Dings rein. Der hat 1-7, aber wir machen jetzt mal Drake. Pup. So, 680. Gehen wir aber hin. Fab. Wollen wir zu einem Tondi, den alten Pazifisten. Flap. Batz. So, einmal Jungle kriege ich noch durch und dann kann ich mir nämlich direkt wieder. Dann, jetzt gehen wir nämlich. Also auf Sterax. Bisschen Tankiness und Hextrinker wird es auch sehr, sehr gut tun in diesem. Vielleicht bauen wir zuerst den Hextrinker. Vielleicht gucken wir gleich mal, wie das Geld so aussieht, wenn wir durch sind. Red Buff lassen wir ihr, ist okay. Kann ich mit leben. Yes, of course. Rageblade, Tristana. Ich habe kein Mana, Leute. Also wenig. Aber schwach bin ich nicht. Vielleicht kann ich durch meine Präsenz hier. Ja, sehr, sehr gut. Durch meine Präsenz konnte ich... Oh, die LeBlanc macht halt aber auch... Oh, sie hat das Weg gegen die Wand gemacht. Dafür hat sie verdient gestorben. Das Ding ist, dass... Ich habe durch meine Präsenz die Gegner einschüchtern können. Aber Mist, ich muss jetzt Base. Kacke. Ich muss erstmal shoppen eben. Kacke. Ja, LeBlanc ist halt auch eh gestorben. Ich muss jetzt zusehen, dass ich schnell Tank werde. Wenn es um schnell Tank geht, dann kann ich wahrscheinlich erstmal besser Strax kaufen. Ich könnte was ulten, aber ist die Frage, ob das was bringt. Ich könnte. Ja, komm, warum nicht, Alter? Oh, ich habe den falschen gesmited. Jetzt muss ich schnell da raus. Okay. Ja, das ist aber genau das, was ich meinte. Das ist jetzt... Vielleicht schaffen wir den noch, der stimmt noch. Ja, es war... Ich schreibe mal sorry, my bad. Okay, also, ich hab nicht mehr gedacht, dass noch alle da sind. Ich habe nicht gedacht, dass... Das sind halt Entscheidungen. Das ist... Also, wir haben zwei Probleme jetzt gehabt. Das erste Problem war das Engagen. Also, das erste war das Engagen. Ja? Das heißt, das ist immer die Entscheidung. Also, du kannst entweder machst du ein Engagen, der ist mega geil und alle feiern dich, oder du machst Engagen, der ist scheiße. Ja, es ist halt so. Das ist,
Das kannst du vorher auch nicht wissen, ne? Weil das Ding, da hätten wir jetzt auch sein können, dass nur Varus da ist und der andere, dann hätten wir den gekillt und GG. War jetzt leider nicht so, aber das weißt du halt nachher leider immer besser. War ein bisschen gefährlich, weil ich nicht wusste, wo die anderen waren. Aber ich... ich hab gedacht, es wären nur die beiden und die anderen werden schon weiter weggesplittet und wir kriegen die schnell weg und dann easy. Ja, okay. Und das andere Problem war natürlich, dass ich nicht tanky genug für so einen Drop bin, ne? Also für ein Pickup wäre es okay gewesen. Ich meine, okay, wenn ich jetzt tanky gewesen wäre, wäre ich da jetzt auch gestorben, ne? Wenn wir ehrlich sind, aber... Ja. Müssen wir jetzt einfach... They group all time. We need to group as well. Varus ist Botlane. Vielleicht können wir den fix töten. Alleine. Hat der QSS oder so? Wobei, ich glaube, das hilft nicht mal. Ich glaube, den kann ich eben schnell töten. Da gehen wir direkt mit Ult drauf. Ich lasse ihr mal. Oh, ich wollte gerade den. Ich wollte nicht mehr outtöten, aber ich war in diesem komischen Gefängnis drin. Wobei er wahrscheinlich eh durch meinen Smite verbrannt wäre. Aber ich war in meinem Gefängnis drin, konnte mich nicht bewegen und deswegen hat er weiter outtötet. Aber. Oh lol. Eigentlich wollte ich ihr den Kill lassen. Ich habe nämlich wirklich mehr als genug, muss man sagen. Ich muss gucken, dass ich denen jetzt ein paar Kills lasse. Oh. Auto-Hit E. Zack. Das ist immer wichtig. Auto-Hit E. Immer erst noch ein Auto-Hit machen. Auto-Hit E. Auto-Hit freaking E. So, ich komme was hörst. Das ist geil. Das ist perfekt. Weil jetzt tankt Olaf. Falls was zu tanken ist, tankt Olaf. Das ist fucking creepy perfekt. Dann muss ich, kann ich nämlich nachher von der Seite reinflanken. Ich meine, das war jetzt hier... Der war ja jetzt kein Widerstand von denen, aber... Batz, 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 zack. Also, dann würde ich mal sagen... Sollen wir noch weiter pushen? Ja, eigentlich. Ja. Ich glaube, er hat noch Ulti... Oh, okay. Sie haben mal Doppel-Ulti, das ist sauge... Also, okay, nee, Sejuani wird keine haben, aber Varus wird noch haben, denke ich. Obwohl, dann hätte er die jetzt benutzt. Ich fange erstmal ab hier. Ja, gehe ich mal raus, da kann ich nichts machen. Ich habe noch Ulti, aber... Die sind halt alle super low. Also super mega ultra low, könnte man auch sagen. So, wir holen uns einen Golems. Sterax müsste fertig sein. Und wir gehen jetzt wirklich einen Hextrinker hinterher. Denn... Oh, scheiße, die machen ja wohl kein Baron, oder? Obwohl, Pantheon ist hier. Obwohl, es könnte sein, dass er springt. Ja, aber selbst wenn, ich kann da jetzt alleine auch nichts machen. Ich eile. Ja, ich glaube schon, dass sie es machen. Kacke. Ach, shit, sowas ist echt unnötig, aber das passiert. Wenn man zu lange overextend, also zu lange da bleibt. Wir hätten hier backen müssen. Also da, oder das hätten wir nicht mehr machen dürfen da. Also da, den Engage. Aber sie sind jetzt gerade auch out of position. Sie werden jetzt versuchen, back supporten. Die sind schnell. Oh, nice. Zack. Oh, brecht ihn ab. Sehr, sehr geil. Und er den noch. So, den lasse ich jetzt aber wirklich Tristana. So, gucken wir mal. Wir können jetzt direkt Toplane pushen, würde ich sagen. Burz. Gucken wir noch, ob Red da ist. Können wir noch einen Pink stellen. Stellen wir mal hier hin. Ari ist da. Ich weiß nicht, ob sie Ultimate hat. Sejuani ist auch noch da. Tristana hat 517, also. Ei. Da ist die Seju-Ult. Okay, ich muss mal eben kurz raus hier. Das ist zu deep, Leute. Das ist zu deep. Ich bin so gut wie low. Da seht ihr, ich halte echt nicht viel aus. Ich kann nicht gut tanken. Sie macht aber schon ordentlich, sie hat schon ordentlich Gas gegeben. Aber deswegen, mit dem Bild müsst ihr super defensiv spielen. Also nicht defensiv, aber ihr müsst aufpassen. Ihr könnt nicht einfach da rein und bam, so, ja. Ihr könnt nicht einfach rein und alles so wie so ein Full-Tank, wie so ein Volibear, wie so ein Nautilus, wie so ein Maokai, sondern müsst so ein bisschen aufpassen, was Phase ist. Ich glaube, da kann ich noch ein bisschen was... Obwohl... Geben wir jetzt noch! Nice, sehr, sehr sahnig, sehr, sehr nice, sehr, sehr GG, sehr well played!
Ja, okay, das gefällt mir. So, wir geben dem Hextrinker hinterher. Hextrinkadoni. Das Ding noch. Und dann sind wir halt sehr oft tankmäßig. Muss man halt, man darf nicht zuerst rein. Man muss so eigentlich gucken, dass der Tank zuerst reingeht, der Olaf, dass er ein bisschen Damage aussaugt. Der ist jetzt auch nicht so Full Tank, so Ultra Full Tank, aber schon. Ja, auch allein durch seine Stats. Ich wette, der hat auch einfach. Ich habe keine Armor gebaut, nix, ne? Ich habe 9 Armor. Ich wette, er hat einfach schon. Ich habe 81. Er hat. Warte mal, ich habe. Wie viel habe ich denn? 72. Okay, ne, der hat ja gar nicht so viel mehr. Er hat 63, ist Stufe 14. Ich bin Stufe 15 und habe 72. Ich habe sogar mehr als der. Na gut. Na gut, aber er hat. Okay, er hat halt aber trotzdem 200 Armor halt, ne? Das ist schon. Aber Pantheon ist out of position. Der denkt, er könnte. Guten Tag, Sir. Einmal bitte die Fahrkarten, bitte. Boats, Boats, Boats. Oh, diese Ulti war ein bisschen overex. Oh, den muss ich jetzt aber ja schnell wegmachen. Overextended von Leona. Pantheon, was ist der? Der ist Full AD. Naja, also Black Cleaver aber und Magic Resist Boots, aber ist halt mega nutzlos, keine Ahnung. Sau useless, der Scheiß. Auto-Hit, E. Auto-Hit. Auto-Hit, Auto-Hit, Auto-Hit. Ich könnte aber, wie gesagt, ich bin nicht der Tank, ich darf sowas nicht machen. Nicht so Ultra-YOLO-mäßig. Nicht so Ultra-YOLO. Er ist jetzt alleine, da kann man kurz rein. Oh, okay, so ist gefährlich. No, bitte nicht, bitte nicht. Okay, 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 okay. Brauchen wir nichts zu sagen, ne? Vor allem, weiß nicht, ich wollte einfach nur mal so ihn so ein bisschen durch die Gegend schubsen mit so einem Q, mehr nicht. Aber ich habe natürlich vergessen, dass es A, Nautilus ist, weil ich hätte ihn auf jeden Fall nicht killen können. Ja, ich wollte ihn nur ein bisschen poken, so in dem Sinne. Aber es hätte eh nicht viel gebracht, weil es nicht so viel Schaden gemacht hätte und... Ja, fuck it, man. Oh, oh, lauf doch! Ja. Geht's raus, Torino. Ah, goddammit. Ja, war auf einen, ja, in dem Sinne nice. In dem Sinne nice. Goddammit. Goddammit. Vielleicht sollte ich noch eine dritte Wahlfolge als Tank aufnehmen. Keine Ahnung. Aber ich würde wirklich. Also, ich muss das wirklich so explizit hart sagen. Ich würde Trinity Vile wirklich nur gehen, wenn ihr super fett seid, ja. Weil sonst einfach so Sachen wie hier, ja. Ich kann meistens meine Sachen noch gut einschätzen. Wo kann ich rein, wo kann ich nicht rein? Wen kann ich besiegen, wen kann ich nicht besiegen? Das schaltet sich meistens noch relativ gut ab. Und weil ich die Erfahrung so ein bisschen zu habe. Hier, das war halt dämlich. Das war nichts mit Abschätzen, war einfach dämlich. Und deswegen... Ah, jetzt wird es aber doch ein bisschen gefährlich werden. Obwohl, hast du direkt da? Ja, komm, da brauche ich nicht mal für Ulten. Holy shit, mein Schaden. Ja, und deswegen... ist es halt, wenn ihr das noch nicht so abschätzen könnt, ist das nicht der richtige Bild für euch. Dann würde ich lieber, also ein bisschen tankiger ist das definitiv nicht schlecht. Und vor allem ist die ganze Bürde nicht auf eurem Schulter. Ne? Jetzt erwartet mein Team extrem viel von mir teilweise. Okay, wir haben eine fette Tristana auch noch, was ziemlich nice ist. Aber die Erwartungen an mir sind ziemlich hoch, weil ich ziemlich fett bin und ziemlich viele Kills von unserem Team habe. Plan passiert gerade was. Ich habe noch Ultimate. Da kann man vielleicht noch was machen. Ich könnte aber auch Varus. Ich hole mir Varus. Bei ihm muss man immer aufpassen, wann ultet er. Wird mich wahrscheinlich direkt danach ulten. Okay, jetzt geht das Team davon. Vielleicht bin ich schnell genug. Okay, ich denke, das passt. Oh, fucking shit. Okay, er hat mich gewurzeldingert. Aber immerhin ist sein Ult auch raus. Meiner hat ja nicht so viel Cooldown. Ich glaube, sein ist ein bisschen mehr, weil er hat ja kein CDR. Tap, 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 tap. Als letztes Item könnten wir jetzt... Brauchen wir ein paar Resistenzen auf jeden Fall. Ich werde den GR gehen. Der Bild gefällt mir sehr gut. Ein paar Resistenzen noch mit draufpacken. Ja. Zup. All top. Würde ich jetzt mal callen. Dragon. Baron kommt gleich. Ich wollte eigentlich nur mein Ward protecten. Ich will da jetzt nicht auf den Supporter alles draufhauen, aber okay, mein Team anscheinend schon. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich wollte jetzt nicht alles auf Sejo kloppen. Die macht definitiv Schaden und so, aber...
Baron ist da, aber den will ich jetzt nicht machen. Lass einfach Topland pushen. Das wäre so... was mir am liebsten... Ich bin absolut kein Fan von Baron. Stirb. Oh, das war close. Ich habe kein Smite. Smite-CD, Smite 10. Da muss ich jetzt einfach mal so fest callen. Ich habe ja den Pantheon gesmite. Außerdem bin ich super low. Ich ping back, Leute. Back. Back. Einfach back. Ich bin super low. 15 Kills können jetzt quasi nicht fighten gerade. Ich habe 15 Kills. Okay, also für den hier geht's, weil die nicht so viel Schaden machen. Aber... wenn ich auch noch Hextrink habe. Aber... ah, okay, passt. Ich musste definitiv hier aufpassen. Ja, ihr müsst schon defensiv spielen. Stirb. Jetzt habe ich wirklich gar keinen Smite. Aber wir können jetzt auch eigentlich... ich gehe erstmal Space jetzt. Außerdem geht Ahri auch mit Lane. Ich weiß zwar nicht, was es hat, weil sie keine Minions hat, aber ich glaube, sie ist tilted oder so. Ich gehe mal davon aus, dass sie tilted ist. Also, dass sie flamed, rumheult, scheiß Team und sowas. Weil sonst macht das gerade keinen Sinn für mich. Deswegen haben wir den Fight auch gewonnen. Sonst hätten wir den, glaube ich, auch nicht gewonnen. Ah, oh, Pantheon Ult. Bin sofort da, ich bin sofort da. Ich habe Ultimate und ich bin sofort da. Vielleicht kann ich hier so ein Ah, da kommt Pantheon noch. Ich habe leider mein Q gerade benutzt, dämlicherweise. Und nochmal zurück ins Putz. Also ich habe ihn jetzt mit dem Q nochmal ein bisschen zu uns gehauen, damit er da nicht durch die Wand geht. Ah, aber ich... gefällt mir gerade irgendwie nicht dafür, dass irgendwie müsste das irgendwie ein bisschen, ja, geschmeidiger von der Hand gehen hier. Ich würde gerne Topland in Inib noch haben, aber das funktioniert so nicht. Red ist da. Du scheiß Pferd, du Nilpferd. Ich habe leider keinen Vision, das ist jetzt gefährlich. Ja, genau deswegen nämlich. Ich könnte sie töten, aber lassen wir das mal. Aber ich habe, glaube ich, gerade ziemlich viel auch rausgeholt. Ich habe einen Flash verbraucht, aber ich glaube, Sejuld ist raus. Und irgendwas anderes bestimmt auch noch. Varus Ult? Oder was ist der normale Pfeil? Keine Ahnung, All Top schreibe ich mal. All Top wäre jetzt auf jeden Fall angenehm. Aber oh, sie ist immer noch da oben. Scheiße, wäre ich jetzt ein bisschen sneaky gewesen, hätte ich sie noch kriegen können. Kacke. Baron still unwarded, ja, vielleicht. Nicht so der Fan davon. Vielleicht kriege ich Varus irgendwie. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Lass mein Wort da bitte stehen, du scheiß Heju Horny, Machori, Machori, Shori, Shori, das ist jetzt schlecht. Du bist schön, aber dafür kannst du nichts. Ich vergesse diese Pantheon-Ult die ganze Zeit. Ich throw gerade. Und sie jetzt auch. Die wollten wahrscheinlich auch das Pinkwatch verteilen. Ah, komm. Oh, das war ein schönes WR. Es lebt Tristan noch. Tristan lebt nicht. Aber es trotzdem schaffen die das hier. Okay, das gefällt mir. Also ich habe hier gethrowt, muss man sagen. Das, sowas sollte ihr natürlich nicht machen. Aber auch ich bin ja nicht Gott. Also könnte man dann nennen. Nein, aber so. Also ich mache ja genauso Fehler. Ne? Nur weil ich jetzt, weil geil da ist, dass ich nicht hier fehlerfrei bin. Und das sind zum Beispiel auch so Fehler... ich denke immer, mit, wenn ich so viele Kills habe, was rein theoretisch geht, ich kann jeden von denen in One-on-One besiegen. Im One-on-One wohlgemerkt. Okay, bei, also wenn ich voll AP habe. Darum bei Pantheon war es jetzt ein bisschen eklig. Er macht auch schon wohl Schaden. Hat aber auch ziemlich viele Kills. Voll AD, Dude. Aber... ja, das ist auch so eine Schwäche von mir, dass ich dann immer versuche... Ich mache das oft gut und catch dann einzelne Leute. Das kriege ich auch gut hin, aber nicht immer. Und ab und zu suck ich dabei. Na gut. Wir brauchen jetzt nur noch hier... bisschen Geld bräuchte ich noch. Komm schon. Reicht das? Ich glaube nicht, oder? Könnte sein, dass es reicht. Nee. Kacke. Mist, dann bräuchte ich noch den Grump, aber ich, der Wette nimmt sich Tristana. Oder doch nicht? Oder doch? Oh, wo nehmen wir die? Ist okay. Doch, aber sie nimmt sich den Grump. Den Grump. Oh,
So, Gear ist fertig. Jetzt habe ich auch ein paar Resistenzen, habe ganz gute HP. Also 3000 HP ist in Ordnung für einen Off-Tank, habe gute Resistenzen, habe aber auch ziemlich offensive Werte. Das ist, finde ich, so auf jeden Fall definitiv angenehm. Kann man definitiv was mitmachen. So, wie wäre es, wenn wir entweder wir können Baron jetzt forcen, bedeutet wir warten einfach, bis sie pushen und gehen dann Baron, oder wir gehen Botlane. Das sind so die drei Möglichkeiten, die wir haben. Zwei. Wir können jetzt einfach hier warten, bis die Lanes pushen. Was sind das da oben? Ach, Zerod-Portale. Ist das der Bug noch? Sieht so ein bisschen danach aus. Oder ist einfach schlecht gestellt? Hm. Okay, jetzt müssen die... Ari ist nämlich zum Beispiel jetzt in der Base, aber der jetzt liegt die ganze Last auf mir mit einem Smite. Und Nautilus... Okay, ist zwar drei Level unter mir, aber hat halt auch einen Smite, ne? So ist jetzt nicht. 1000. Oh, jetzt kommt nur noch das. Jetzt wird das so... Oh, hab's noch bekommen. So, wen müssen wir jetzt? Muss ich peelen? Wir nehmen den einfach da. Den da nehmen wir, den da nehmen wir. Komm schon! Ich klemm fest! Das ist scheiße, nehmen wir den. Jetzt muss ich aber doch hier raus irgendwie. Aber ich habe GA. Dafür habe ich GA. Dafür habe ich GA. Dafür habe ich GA. Dafür habe ich GA. Jetzt gehen wir nämlich da auch. Jetzt nehme ich den mir aber. So. GG, well played. Das war's. Thank you so much. Baron gekriegt auch noch. War definitiv knapp, aber. Buatz. Buatz, 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 Buatz. Übrigens, weil ich das in meinem Guide gar nicht erwähnt habe, alle, die bis hier geschaut haben, Devourer war jetzt der letzte Bullshit. So einen Scheiß bauen wir nicht. Wenn wir offensiv bauen, dann bauen wir sowas, aber kein Devourer war. Devourer war ist einfach nur Bullshit. Wir wollen Early Ganks machen und nicht irgendwie so eine Kacke. S-, 2 Punkte. Alles klar, haut rein, Dankeschön und tschüss.